Vater des Himmels, Mutter des Kosmos, hilflos schaue ich in die Kriege der Zeit, versuche einen Standpunkt zu finden. Doch so sehr auch mein Herz bebt vor Verzweiflung über den Zustand der Welt, so laut ich auch innerlich schreie nach Frieden. Ich kann ihn da draußen nicht finden. Ich kann ihn nur finden in mir, in meiner geistigen Mitte. Denn Opfer sind hier, Kinder, Frauen, Söhne, Töchter, Familien, Häuser, Gärten, Geschichten. Und Opfer sind dort, Kinder, Frauen, Söhne, Töchter, Familien, Häuser, Gärten, Geschichten. Hier kämpfen Soldaten, Söhne, Brüder, Väter. Und dort kämpfen Soldaten, Väter, Brüder, Söhne. Wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Auf beiden Seiten der Kriege ist Schatten und auf beiden Seiten der Kriege ist Schmerz. Gott ist das Licht und wer ist der Schatten? Gott sieht den Frieden, den Krieg sieht er nicht. Denn wir sehen nur das, was wir sind. Ich selbst bin der Krieg. Ich selbst bin die Rache und die Vergeltung, die ich hier sehe. Der gordische Knoten unserer Menschheitsgeschichte. Doch im Ursprung waren und sind wir alle vollkommen und rein. Waren wir alle. Im inneren Frieden sind wir alle in Gott. Möge sich der Krieg des Ostens in mir beruhigen. Möge der ersehnte Waffenstillstand wachsen in mir. Mögen wir Liebe sein und Verständnis für diese und jene ohne Unterschied. Denn verschieden können wir sein. Doch im Ursprung unserer Seele sind wir alle vollkommen und rein. Möge Frieden sein.